sowas zum Server starten und stoppen. Ich dann so halt wollte den Server ganz normal starten, sagte mir halt immer eine Fehlermeldung, dass er nicht starten kann, warten bis Mods geladen sind. Und ich so, hä? Aktualisieren Sie die Seite. Ich am Seite aktualisieren, gucken, ob die Mods da sind. Mods sind alle da anwesend. Nur die vom Mod Hub, die Mods, die wurden nicht geladen. Habe ich gedacht, ja gut, komm, ja Problem. Ich dann so immer wieder Seite neu gesagt, komm, kannst jetzt mal auf Game gehen und darüber mal den Server neu starten, weil über Game läuft der Server durchgehend und über dieses Control Panel vom LS läuft, schalten wir den halt immer wieder aus. Habe ich gedacht, komm, jetzt kannst du auch mal den neu starten, hab den dann neu gestartet und dann ging es auch wieder, wieder drauf gejoint. Noch ein paar kleinere Fehlermeldungen gehabt, also irgendwelche Logfehler, wo ich mir noch nicht genau, angeguckt, und wir haben aktuell so einen Mod-Bug. Wir haben mal einen Mod auf dem Server gehabt, den haben wir dann runtergeschmissen, weil wir dann gesagt haben, komm, ne, der ist kacke und so. Jetzt sagt uns der Server immer, der Mod ist noch da, gibt den als Fehlermeldung und hängt sich dann im Ladescreen auf. Ich sagte, fuck you. Alter, wie weit war Maurice denn voraus? Und daraufhin so, hä, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, oder halt mich dafür entschieden, komm, machst du das Ding halt einfach weg. Mod weg. Jetzt haben wir halt dieses Problem. Und das ist halt so, gerade unpassend. 3, 2. Hier fehlen auch gerade, wie mir aufgefallen ist, die ganzen Dinger drauf. Ich denke, durch den ganzen Kram, der hier gerade passiert ist, haben wir jetzt diesen Fehler gerade. Ist ja fast wie Umsi hier. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Einzel Fahrkarten, bitte. Standard zweimal drauf. Eine Fahrkarte bitte. Einzel Standard drauf. Eine Fahrkarte bitte. Tag. Standard drauf. Also es war schon echt ganz schön voraus, ey. Alter, alter Falter. Und mir gefällt der Bus nicht. Der fährt sich aber doch, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, ganz gut. Aber der Gelenkbus, den werden wir gleich wohl nochmal fahren. Der fährt sich nämlich etwas geiler als der hier. Und wenn ich vom... Entschuldig. Ja. Bin komplett müde. Und für den Gas regelt der automatisch noch richtig abrupt und geht richtig vom Gas. Das ist richtig ätzend. Naja. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Ja, finde ich auch. UFO-Sichtung bei uns im Bus. Wen habt ihr gesehen? Maurice? Das scheint die Endhaltestelle zu sein. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Endstation. Moment. Bitte alle aussteigen. Ist das überhaupt der richtige Bus? Ja, weil jetzt eine Endhaltestelle ist. Jetzt musst du eh aussteigen. Kannst du machen, was du willst. Und ja, bisschen chillen am Sonntag und dann Montag, natürlich werde ich Sonntag noch oder Samstag, wahrscheinlich eher morgen, also Samstag, werde ich dann so weit zumindest ein, zwei Videos für Montag und Dienstag schneiden, dass ich Montagmorgen ganz genug Zeit habe, weil ich Montagmorgen noch einen Termin habe, der mir gerade zugereicht wurde. Deswegen. Also er wurde mir gerade zugereicht, deswegen. Montag nochmal ganz kurz da vorbei. Und dann mal schauen. Motorraum nochmal zur Bank vielleicht. Mal schauen. Und dann ist der Tag auch wahrscheinlich schon wieder ganz schnell bei Mittag und man kann den Tag wieder vergessen. Weil dann für 3 Stunden irgendein Programm starten und anfangen zu schneiden oder so, das ist halt einfach Müll. Und dann
ab 13, ab 15 Uhr anfangen zu arbeiten und nee und hin und her und hast nicht. Oh, da fährt ein Gelenkbus als KI. Goll. Und der fährt besser um die Kurven als ein Omsi. Und in Omsi ist das ja eine reine Katastrophe. Und ey, du kannst hier durchgucken, sehe ich gerade da. Alter. Hallo Straßenmanagement. Sie haben Scheiße gebaut. Bitte wenden Sie sich an den Support. RD ist klar. Lass doch nicht die ganzen Leute über der Straße, ist ja schlimm. Oh. Hallo, Bus. Dreistigkeit siegt. Oh. Dieser Morgen bin ich auch nicht da, fällt mir gerade mal so auf. Ich muss das sonst doch schneiden. Oh nö. Dienstagmorgen kommt der Versicherungsheini für unseren Wasserschaden im Keller. Montag habe ich den Termin. Vielleicht noch zur Bank, wenn Zeit ist, abends arbeiten. Dienstagmorgen, weil da kommt der da. Hi, die Feuerwehr. So, was hast du gemacht? Ich fahre immer noch, ich bin gerade fest. Ich fahre gerade zum Betriebshof. Aber 14, okay. Ich habe gerade die Leute rausgelassen. Wie schnell warst du denn? Ja, ich bin ein bisschen gerast. Wie weit ist denn der Friedhof von euch entfernt? Ja, geht. Kann ja nicht weit sein. An der Kirche direkt daneben. Wo ist bei euch die Kirche? Oh, macht, da müssen wir langsam wissen. Wohne ich in dem Kaff, ne? Ich weiß, wenn ich weiß, wo die Lebensmittelversorgungsläden stehen. Ja, komm, egal, lass gut sein. Du warst gerade mal 13 Minuten unterwegs, knapp. Ja. Geil, ja. So schnell erlebt man dich selten. Nicht mal im Bett bist du so schnell. Das weißt du gar nicht, aus dem geht's morgen Abend erst los, ja? Oh, danke fürs Kopfkino, danke. Oh nö. Maurice, überleg mal, wir haben jetzt 2 Touren in 1 Stunde 15 gefahren. Ja. Erst. Kann ja noch richtig was werden bei uns heute. Bin aber jetzt sofort am Betriebshof. Nur noch gefühlt 25 Abbiegungen und dann hab ich's. Gefühlt 15, ja. Bist du eigentlich alleine aktuell zu Hause, oder? Wolfgang ist noch da. Achso. Oh, ich habe irgendeinen Lichtschalter gefunden. Ah, ich weiß, wo mein Fernlicht liegt. Das ist Innenbeleuchtung. Ich bin gerade aus dem auf den Schalter gekommen. Wer mal jetzt damit gucken, also wieder da ist. Oh, oh. Oh, ich muss hier rein! Oh, alter Finne. Perfekt, bin da.
Ich hab gerade was gesehen, Geld ist drin. Aber weiterführen konnten wir trotzdem nicht. Ja, die Linie war nicht so ganz. Da wirst wahrscheinlich, darfst du weder irgendwas anrempeln noch irgendwas. Fußgänger überfahren, 20.000, ist klar. Angeblich habe ich Fußgänger überfahren. Warte mal eben. Komm mal, auf so 15 fortgesetzt, das ist mir neu. Oh, geil. Was? Lass mich teilen mal deinen Gedanken. Oh, Mann. Ja. Oh, das ist so dumm, ne? Ey, ehrlich, so wie Dummheit, ey. Was? Ne, hier ist ein Bild am Hauptbahnhof, 1549 und daneben Erfmann 820. Ja, der ist Tetra, LE. Ja. Und da schrieb der, der das Bild gepostet hat, mit dem neuen Fahrwitz kommen, 1549, dann seine Fahrt als Linie 15 nach Albachten fortsetzen. Das wäre mir jetzt neu, schrieb dann der eine Kollege. Ey, das ist so dumm. Natürlich fährt in der Albachten weiter, du denkst, der macht jetzt Kaffeekränze mal. Schick mal Bild oder Link. Lass mich teilhaben. Will ja, mitlachen. Bild sowieso auf dem Kalt richtig scheiße. Scheißegal, gib her. Ja, sagte. Wo kriege ich's? WhatsApp? Ja. Gut. Will mitlachen. Morris. Und den Text dazu, wenn nicht schlecht. Ah, oder, Inst- oder Link, noch besser. So, was machen wir jetzt mit Bussen und so? Oh Mann, ja, musst du mal beschreiben, mal angucken und dann das Bild. Als wenn nicht jeder wüsste, dass er dann, wenn er am Hauptbahnhof steht, der nach Albachten weiterfährt, wenn der Fahrerwechsel ist. Ja, ehrlich, der Typ ist so dumm, ne? Der geht nur auf den Sack, der ist nur mit Timo und mir mitgefahren. Ey, wir waren so froh, als der raus war, ne? Oh, die gehen uns übrigens alle auf den Sack. Was hat der denn als Partnerseiten? Wie heißt deine? Busse Münster. Bus-Münster? Ja. Seit wann bist du eine Partnerseite von dem? Ja, ich habe mir eigentlich, ich habe mich damit einlösen lassen. Hätte ich vielleicht mal besser nicht sein lassen wollen. Ed Roman Busspotting. Buspotter.ih Airbus-Spotting? Ja, Roman-Reisen-Bus-Spotting. Ja, so weit war ich jetzt aber auch, du Knallhase. Nein, Airbus-Spotting und Roman-Reisen ist das gleiche. Also sind zwei verschiedene, aber spotten das gleiche. Sieht beides gleich scheiße aus. Hat der da die S60 oben als Profilbild? Keine Ahnung, haben wir sein Profil nicht angeguckt. Alter Fine, ey. Die Bilder haben aber irgendwie so ein bisschen was von... Ich leg da mal so ein Farbfilter drüber. Ja, sieht halt doppelt scheiße aus. Bildqualität ist richtig schlecht und dann setzt er einen Filter drauf. Das macht es nicht besser. Ich muss mit Timo mal schreiben, was der nächste Woche fährt. Wenn der fährt. Danke für 112 Abonnenten. Happy Birthday. Der hat sogar ein Bild von Lücke drin. Ich werd wahnsinnig. Und, was hat er da noch drin? Irgendein... Und ein Scania aus Berlin. Alter Finne, ne, lass uns weiterspielen. Da kriegst du ja direkt schlechte Laune. Alter Finne. So, wir haben jetzt noch 24 Minuten. Was machen wir? Für ein Röhnchen wäre das schon fast zu knapp. Oder sagen wir, beenden wir und dann kommen, mache ich morgen noch Umsee fertig, ein Ründchen. Ja. Jetzt irgendwie Bock auf Umsee. Aber jetzt Umsee starten, bis dann auf der Linie bist und fährst, ist safe wieder 11 Uhr. Halb 12, bis du fertig bist. Gut, Maurice, dann machen wir einen Abmod. Ja, würde ich sagen, das war's dann mit unserer kleinen Runde Bus. Um 18 möchte ich Folge fallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert unseren
Ja, schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder vorbei. Aber würde ich sagen, sehen wir uns. Bis dann. Ciao, ciao und bye bye. Tschüss. Weiter geht's mit Omsi wahrscheinlich. Ich wünsche euch was. Viel Spaß. Ciao.